What's this? What is Dusk Dawn? These are my WoW Classic Guild. Your WoW Classic Guild. Kommst du an, hey, du bist doch die Pfeiler, oder? Hast du nicht die Classic-Videos so? Leute, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. 3000 Abonnenten auf YouTube. In dem heutigen Video möchte ich einfach mal Danke sagen an die Leute, die mich hier abonniert haben, die mich hier verfolgen auf YouTube, die sich für meine Videos interessieren, die einfach immer noch leidenschaftlich bei WoW Classic am Start sind, die nicht nur auf den Hype-Train aufgesprungen sind und dann wieder gequittet haben. Und ja, vielen, vielen Dank an euch. Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt mal so viele Leute erreichen würde mit dem, was ich so mache. Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen so richtig. Ich habe mal auf YouTube angefangen. Da hatte ich mal so das Ziel, irgendwie irgendwann mal 100 Abonnenten zu haben. Und das ist schon sehr, sehr krank. Und in dem heutigen Video möchte ich einfach mich bedanken und so ein bisschen meinen Weg auf YouTube nochmal euch ein bisschen erzählen einfach, wie ich angefangen habe, wie ich zur WoW Classic gekommen bin und wie es hier quasi weitergeht. Und bevor wir das machen, möchte ich natürlich auch auf das Gewinnspiel aufmerksam machen, was ich hier heute veranstalten werde. Das habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich habe das bei so vielen anderen Leuten gesehen, aber mit dem Game-Time-Giveaway. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir das auch mal. Ja, hier haben wir quasi einmal 30 Tage WoW Game-Time in einer sehr schönen Hülle hier, wie ich finde. Das war quasi in der 15-Year-Anniversary-Edition dabei. Da habe ich auch noch ein bisschen andere, ja, so ein paar andere kleine Kärtchen sind hier noch drin. Auf jeden Fall verlose ich 30 Tage WoW-Spielzeit. Entweder für Retail oder für Classic. Könnt ihr euch entscheiden. Und genau, ihr müsst einfach in den Kommentaren den Hashtag reinschreiben GameTime, also Hashtag GameTime und dahinter kurz schreiben, warum ihr hier diese 30 Tage Spielzeit gewinnen solltet. Ja, dann könnt ihr mitmachen. Einfach reinschreiben, keine Ahnung, weil ihr irgendwie einen neuen Twink hochleveln wollt oder irgendwie, weil ihr 100 Millionen Gold farmen wollt, warum auch immer, schreibt es mir gerne rein. Ja, jetzt, wie gesagt, ich habe mir gedacht, so die Leute, die mich hier einfach verfolgen, die auch meine Twitch-Streams verfolgen, wo ich dreimal die Woche live bin, Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr. Ja, die interessiert es, glaube ich, vielleicht auch einfach, wie ich angefangen habe mit der ganzen Geschichte, warum ich angefangen habe. Und das möchte ich euch heute hier kurz und knackig einfach mal erzählen. Ich habe irgendwann mal angefangen mit YouTube, indem ich einfach Vlogs hochgeladen habe. Das waren Daily Vlogs am Anfang und das war relativ randommäßig. Ich habe einfach die Kamera angemacht, beziehungsweise die Kamera war damals hier einfach mein Handy, mein Smartphone. Habe einfach angemacht und irgendein Scheiß einfach in die Kamera reingeredet und habe dann die Sachen auf YouTube hochgeladen. Ich wollte also gar nicht primär irgendwie berühmt werden oder viele Leute erreichen oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mit Gaming machen, sondern ich wollte einfach so ein Teil von diesem YouTube-Ding sein irgendwie. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie einfach cool, dass man Videos macht, dass man kreativ sein kann und ja, den Leuten einfach was aus seinem Leben zeigen kann. Das war einfach so mein Gedanke am Anfang. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie doch nicht so mein Ding war mit dem Vloggen am Anfang, weil ich einfach auch in der Zeit war, wo ich auch nicht so viel zeigen konnte einfach. War direkt nach dem Studium, ich war arbeitslos und hatte nicht so wirklich einen Plan, wo es irgendwie weitergehen soll. Und dementsprechend planlos war auch mein Weg am Anfang hier auf YouTube. Dann habe ich mir aber Gedanken gemacht, was ich eigentlich irgendwie für eine Leidenschaft habe, was mich eigentlich wirklich ausmacht. Habe also nicht drüber nachgedacht, wie ich viele Leute erreichen kann oder wie ich irgendwie möglichst viele Abonnenten bekomme, sondern ich habe eigentlich daran gedacht, was ich eigentlich gut kann. Und was ich eigentlich auch immer mache und wo ich einfach auch Bock drauf habe. Und es ist halt nun mal bei mir das Gaming, das Zocken. Und dann habe ich überlegt, okay, welches Spiel spiele ich eigentlich seit Jahren? Und das war dann halt WoW. Und dann habe ich überlegt, okay, vielleicht kann ich ja irgendwie was im Gaming-Bereich machen. Und dann habe ich tatsächlich erstmal angefangen, so Gaming-News zu machen. Ich blende auch hier auch mal so ein paar Videos ein.
So, meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge der No Life Gaming News. Mein Name ist Defiler und heute habe ich für euch wieder die Gaming News der vergangenen Woche zusammengetragen. Und ja, Epic Games hat es tatsächlich getan. Der Skull Trooper ist wieder im Shop. Von meinen Anfängen. Ich habe also irgendwelche Gaming News gemacht. Das war so der Fortnite-Hype zu dem Zeitpunkt. Über ApoRED, den Allerechten, über MikiTV, über etliche andere, über Monte und so weiter. Was gerade, was die so gemacht haben, was sie für Sachen entdeckt haben in Fortnite und wie auch immer. Und hab dann aber relativ schnell gemerkt, es hat mir irgendwie nicht gereicht, nur darüber zu berichten, was andere machen. Es gibt natürlich viele coole News-Kanäle und das ist sicherlich auch eine coole Geschichte. Aber ich wollte so die Quelle sein, also ich wollte selber derjenige sein, der das ursprüngliche Video irgendwie hochlädt. Also der quasi den Ur-Content erstellt in dem Sinne und nicht nur News über andere YouTuber irgendwie machen. Und dann bin ich zur WoW Classic halt wirklich gekommen, hab mir gedacht, okay, das Spiel habe ich irgendwie drauf. Und dann war es eine relativ glückliche Fügung eigentlich, dass Blizzard dann angekündigt hat, ey, hier, wisst ihr was, wir bringen tatsächlich nochmal Vanilla, ne, die Ice Cream-Geschichte, blende ich hier auch nochmal ein. But I understand that for some of you, your favorite flavor is vanilla. Ja, und dann habe ich eigentlich mehr oder weniger angefangen, auf Twitch noch so ein bisschen zögerlich am Anfang, weil man da auch vorsichtig sein musste. Da wurde man halt gebannt, gerade wenn man WoW Classic Privatserver-Content gestreamt hat. Und habe mich dann auf YouTube konzentriert, habe also etliche Videos gemacht. Wie kann man sich auf WoW Classic vorbereiten? Ne? Haben ja auch viele von euch dann geschaut, die Videos, denke ich mal. Moin moin Leute, die Pfeiler hier. 9 Dinge, die in WoW Classic immer noch nicht geklärt sind. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Tja, was soll ich sagen, Leute? Ich dachte, ich kann heute ganz entspannt den Feiertag genießen. Aber Blizzard hat's natürlich mal wieder getan. Moin Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Defiler. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir auf meinem Kanal. Ja, ich bin hier gerade in der WoW Classic Beta am Start. Und, einen Moment. Ja? Deutsche Server? Nein. Nein. Oh Mann, Leute. So, ich würde sagen, der Hype Train ist wieder am Start, Leute. Und habe einfach immer geguckt, was kann man irgendwie noch machen. Ja, ich habe die einzelnen Klassen vorgestellt. Was ist gut im PvP? Welche Berufe könnte man machen? Und so weiter und so fort. Und habe irgendwie auch immer die Leute so up-to-date gehalten, weil es mich auch selber interessiert hat, wann neue News gekommen sind zu WoW Classic. Und ja, so ging es irgendwie immer so weiter. Und dann haben wir quasi während dieser ganzen Geschichte auch unsere Gilden-Communities gegründet. Die Dusk und Dawn-Community, das war auch eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen. Ja, heute möchten wir euch mal unsere Gilden ein bisschen besser vorstellen. Nox, der Leader von der Horden-Gilde, fängt einfach erstmal an. Ja, super, Defiler, vielen, vielen Dank. Ist natürlich leider dann am Ende vorbei gewesen, aus verschiedenen Gründen, weil wir da auch einfach so einige Dinge falsch gemacht haben im Nachhinein. Das habe ich hier auch noch gar nicht so wirklich angesprochen auf meinem Kanal. Da möchte ich mich auch wirklich nur bei allen bedanken, die bei den beiden Gilden dabei waren und auch entschuldigen, dass wir es irgendwie nicht hinbekommen haben, diese Communities so aufzustellen, dass es irgendwie für alle cool war am Ende. Da habe ich einige Fehler gemacht und da hatten wir einfach am Ende verschiedene Vorstellungen, wie die Reise weitergehen soll. Das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Also eine Woche vor Classic Release haben wir uns auf der Gamescom getroffen mit etlichen Leuten und ja, das war auch ein Mega-Event, ne? Unglaublich. Werde ich nie vergessen, wie ich da euch alle getroffen habe und wir einfach uns aufs Spiel gefreut haben, was dann ein paar Tage später kam, wie wir uns die WoW Classic-Shirts gekauft haben auf der Gamescom. Also Grüße geht raus an Dwayne Nation, NoxOne, Mercuriox, Papa Lauch, Alpha Crypt, wie sie alle heißen, Frank, ja, die alle am Start waren. Also ist da wirklich nochmal, es ist eine komplett andere Geschichte, wenn man die Leute im Real Life trifft und dann mit ihnen auf die Gamescom geht und auch von anderen Leuten zum Teil erkannt wird. Also ich hatte einen einzigen, ja, auf der ganzen Gamescom, der mich wegen meinen Videos erkannt hat. Richtig geil, so völlig randommäßig. Also mit dem ich mich quasi nicht jetzt per WhatsApp getroffen habe da in unserer Gruppe. Dann der mich so random kommt so an, hey, du bist doch die Pfeiler, oder? Hast du nicht die Classic-Videos so?
Leute, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und also die Gamescom 2019 werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Vielen Dank an jeden, der da am Start war. Ja, auf jeden Fall hatten wir dann noch die Community halt am Start zum Release von WoW Classic. Und der Release, ne, was soll ich sagen, war ein unendlicher Hype letztendlich. Über 1 Million Zuschauer auf Twitch. Ja, heute mal ein ganz entspannter Vlog hier. Ich werde heute nach Krefeld fahren. Da findet das World First Rennen statt in BFA, im aktuellen BFA-Patch. S-Fund und Tips Out Baby sind auch am Start. What's this? What is Dusk Dawn? These are my WoW Classic guilds. Your WoW Classic guild? Yes, we're gonna found them when the game comes out. Yes. Really? So what kind of guild is it gonna be? Yeah, sorry? What kind of guild is it gonna be? Like we're gonna found 2 casual guilds, like no hardcore stuff. Like this is an Horde guild, this is an Alliance guild, and oh, so you're gonna have 2 guilds? Yes, on 1 Discord server, basically. And our goal is to have community events where we can like attack Gromgol or so, the other side defense, and yeah, that's our goal basically. So are you gonna be on a PvE server? Yeah. So you can, okay. Yeah, for sure, yeah. By the way, I'm a big fan. Really? Really, yeah. I'm so sorry. I know you I know you since Mysterious, and always been a big fan of your stream, and yeah. You are the only reason I came here. Really? Well, look at that. Famous. Nice. Thank you, dude. I appreciate that. Very humble guy. Yeah, thanks, dude. I really appreciate that. Yeah. So, sweet. Good luck with your guild, dude. Yeah. What are you going to play? Rogue. Rogue, really? What kind of rogue? Or I guess both sides rogue? Combat and raids and other than that, stability. Well, are you going to, like, what race? Gnome, of course. Gnome rogue. Master race. There you go. Gnome rogue. Escape artist. Very good. And engineering bonus. Yeah. Very good. One question. Could I maybe have an interview with you later? Like 5 minutes? Sure. Yes? Thanks a lot. Of course. I wait. Yeah, sure thing. Sure thing. Very good. Yeah, welcome to my channel. This is S-Fant. Oh my god. We are here at the Massive World First Race in Krefeld, Germany. Die Server sind gefühlt aus allen Nähten geplatzt und tja, dann hatten wir natürlich die Warteschlangenproblematik und vieles hat nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Wir mussten auf einem anderen Server neu anfangen. Wir haben viele Leute verloren bei dem ganzen Prozess. Es war, ja, muss man so sagen, im deutschen Bereich tatsächlich sogar der global gesehen schlechteste Release leider für die Deutschen. Durch diese krasse Unterschätzung von der Größe der Community in Deutschland durch Blizzard. Ja, aber dann ging letztendlich das Spiel los und ja, dann waren wir letztendlich alle in-game und waren endlich in dem Spiel wieder drin, wo wir so lange drauf gewartet haben und es war auch einfach für mich ein unglaubliches Feeling irgendwie. Ich konnte das gar nicht so richtig bearbeiten auch am Anfang, was da wirklich abging und ja, genau. Ja, jetzt sind wir hier. 3000 Abonnenten später für mich persönlich jetzt. Ja, wie geht's hier weiter? Ich werde natürlich weiter WoW Classic Content bringen. Genau, jetzt haben wir die Burning Crusade-Ankündigung. Das heißt, da freue ich mich natürlich auch drauf. Also wir haben natürlich noch keine offizielle Ankündigung, aber ich denke, das Spiel wird auf jeden Fall kommen. Und in dem Bereich werde ich auch mega viel bringen natürlich. Ich habe Burning Crusade mega gefeiert immer und kenne mich da auch sehr gut aus und so weiter. Da werden natürlich auch sehr viele Videos in dem Bereich kommen. Ja, Leute, wie gesagt, das war so mein Weg auf YouTube. Und letztendlich ist es halt auch so, muss man ganz ehrlich sagen, so wirklich wissen tut man es halt nie, wie es weitergehen wird. Ich bin natürlich positiv eingestimmt. Ich hoffe, dass hier noch der Weg noch viel, viel weitergehen wird. Und aber letztendlich wissen wir natürlich nie, was kommen wird. Ob vielleicht nochmal irgendwann WoW 2.0 kommen wird oder keine Ahnung, komplett anderes MMO. Könnte ich mir auch irgendwann nochmal vorstellen, aber momentan bin ich einfach mega zufrieden mit der Entwicklung. Und ja, macht gerne bei dem Giveaway mit, Leute, unten in der Videobeschreibung nochmal erklärt. Und einfach Hashtag GameTime in die Kommentare und sagen, warum ihr die 30 Tage GameTime hier
kommen sollt. In dem Sinne, Leute, unglaublich, echt, soll ich sagen, danke für jeden, der hier dabei ist und ja, bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao.